Mit den wichtigsten Einrichtungen haben sich aber auch hier die Anwohner direkt vor Ort versorgt. Kirche, Nachtclub und Schule findet man gleich nebeneinander. Das brasilianische Klima zaubert Naturschauspiel in Luft, Wasser und Land. Um den Regenwald direkt zu erleben, steuern wir die nahe Küste an. Hier lernen wir die einfache Lebensweise der einheimischen Caboclos kennen. Aber auch zu diesen Naturmenschen sind die Errungenschaften der Zivilisation schon gedrungen. Ein Foto kostet normalerweise einen Dollar. Für ein paar Dollar mehr macht sich sogar der alte Herr selbst zum Affen. Recht abenteuerlich wirkt der Gang durch den dichten Busch. Hier fühlt man sich schon mal wie in einem Abenteuerfilm aus Hollywood. Und wenn einen dann noch solche wilden Bestien angreifen, später, hoch nicht ins Breite und stand trotzdem nicht mehr an der Seite. Wir waren so jung und so herrlich verrückt und hatten noch Sorgen und einen ersten Konflikt. Mann, haben wir tief aneinander gelitten, uns heiß vertragen und noch heißer gestritten. Ich hab bei dir natürlich viel falsch gemacht, aber du hast bei uns gelacht. Bei mir bist du schön, dir lass ich mich hin. Mir könnte kein anderer so verstehen. Und was mir heute nicht passt und was du heute nicht hast, das kriegen wir hin, mein Schatz. Bis morgen früh. Bei mir bist du schön, dir lass ich mich gehen. Mir könnte kein anderer so verstehen.
Am 4. November liegt unsere Astor vor Almerim auf Rede. Mit Tenorbooten und Zodiacs erkunden wir den Amazonas vom Wasser aus. In dieser Gegend ist die Bevölkerungsdichte die niedrigste von ganz Brasilien. Die Uferregionen sind nur spärlich besiedelt. In der Regenzeit steigt der Fluss und richtet verheerende Schäden an. Momentan ist allerdings Trockenzeit, sodass die Nebenflüsse kaum Wasser führen. Nach einer guten Stunde Bootsfahrt kehren wir zu unserer weißen Astor zurück. Thank you.
fragst, ob ich dich liebe, die Antwort fällt mir schwer. Denn so wie es am Anfang war, ganz so ist es nicht mehr. Die Zeit hat auf uns beide einen Stempel aufgedrückt und hat aus unserem Garten die Rosen abgepflügt. Doch wenn du mich berührst und mich dann sanft enthüllst, dann verspür ich das Gefühl von eins. Wenn unter uns die Erde weht, sich über uns das Glück erhebt, dann spüre ich, am nächsten Tag geht MS Astor bei Alter Duchamp vor Anker. Tenderboote bringen uns an den feinkörnigen Sandstrand. Auf unserem Weg nach Santarin stoppen wir bei einer einheimischen Siedlung. Ein kurzer Waldspaziergang gewährt uns einen Einblick in die Vielfalt der Amazonashölzer. Pflanzen- und Tierwelt zeigen sich von ihrer besten Seite. Was für Europa die Kartoffel, ist für Brasilien das Maniok. Die stärkehaltige Wurzelknolle wird bevorzugt in Mehl und Öl aufgespalten. Natürlich auf traditionelle Weise. Auch andere Handwerkskunst wird hier noch ohne moderne Maschinen ausgeführt. Lange bevor es den synthetischen Kunststoff gab, wurde Latex aus den brasilianischen Kautschukbäumen gewonnen. Das natürliche Gummi wird durch Erhitzen gehärtet. Das Ergebnis lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Frische Früchte findet man in Brasilien aller Orten. Auch Cashew- und Paranüsse werden hier oft angeboten. Von skurrilen Souvenirs ganz zu schweigen. Extrem reichhaltig ist auch das Angebot auf dem Markt von Santarém. Der Fleisch-, Fisch- und Gemüsemarkt erfreut sich regionaler Berühmtheit. Santarém selbst wurde 1661 gegründet. Die Stadt am Amazonas weist ein mildes Klima auf.
Die frische Atlantikluft brachte dem Ort den Namen Perle des Rio Tabajos ein. Besonders stolz sind die Einwohner auf die historische Kapelle unserer Jungfrau der unbefleckten Empfängnis. Das Gotteshaus besticht durch seine angenehme Schlichtheit. Zurück am Strand von Alta do Chão beschließen wir den Ausflug mit einem deftigen Festmahl. Unser letzter Hafen vor Manaus ist Parintins. Der Ort liegt an den Ufern der Tupinambá-Insel. Parintins wird gerne als die typische Amazonasstadt bezeichnet. Die freundliche Atmosphäre lockt jährlich viele Besucher an. Land, Straßen und Gesichter scheinen uns magische Geschichten zu erzählen. Eine wunderschöne Reise mit MS Astor geht zu Ende, doch die Erinnerung daran wird uns noch lange begleiten. Seemann, lass das Tor.